Drogen sind cool, sie berauschen, lassen vieles vergessen, für den Augenblick. Aber Heroin und Co. führen rasend schnell in die Abhängigkeit und Illegalität. Und spätestens dann sind sie nicht mehr so cool. Ich habe Heroin gespritzt, ja, jeden Tag. Im Wert von 120 Euro. Ich habe mir eine Überdosis gespritzt und wollte halt sterben. Aus der Opioidsucht gibt es Auswege. Und das sind Suchtersatzmittel wie Polamidon. Ich komme mit den Polatabletten wunderbar klar. Begeht keine Straftaten mehr. Wenn ich jetzt nicht im Programm gewesen wäre oder nicht, dann wäre ich jetzt tot. 100%ig wäre ich tot jetzt. Auch Maxim will ins Programm. Ich werde jetzt bis nächste Woche Montag also nichts machen können, außer warten. Abwarten und sich in Geduld üben, bis die Suchthilfe für Maxim in die Gänge kommt. Ob und wie das gelingt, das wollte ich genauer wissen und habe Maxim monatelang mit der Kamera begleitet. Wird er es schaffen, vom Heroin wegzukommen? Im Spätsommer lerne ich Maxim in Halle an der Saale kennen. Er ist 28 Jahre alt und drogenabhängig. Seit einem Schlaganfall vor 3 Jahren kann er den linken Arm nicht mehr bewegen und er zieht das Bein nach. Regelmäßig ist Maxim hierher unterwegs, an den zentralen Drogenumschlagplatz von Halle. Hier verabreden wir uns zu einem ersten Interview und hier sprechen wir über seinen Wunsch, aus der Sucht auszusteigen. Wie oft gehst du hier hin und holst was? Täglich oder? Naja, klar. Gut. Hättest du denn den Wunsch, rauszukommen aus dieser Sucht? Und hast du noch Pläne und Träume? Natürlich. Und zwar, erzähl. Ich weiß nicht, ob ich das... Seitdem ich behindert bin, kann ich das nicht mehr so mit vollster Überzeugung sagen. Und eigentlich wollte ich immer Laufstegmodel werden, aber weil laufen konnte ich wirklich, ich war gut. Und jetzt geht's nicht mehr durch den Schlaganfall. Aber ich wäre bereit, ja, Schritte in diese Richtung zu machen und zu gehen. Maxim wäre bereit, sofort, also heute noch, den Einstieg in die Substitution zu beginnen. Ich dürfe ihn dabei mit der Kamera begleiten. Maxim erzählt mir, dass er Heroin und Cannabis konsumiert. Heroin braucht er täglich. Nun also der Versuch des Ausstiegs mit Hilfe der Drogenberatungsstelle Drops. Dort hat man mir erklärt, wie der Weg in die Substitution abläuft. Der erste Schritt, man geht zur offenen Sprechstunde und stellt einen Antrag. Maxim geht allein hinein. Mich wollen die Mitarbeitenden drin nicht drehen lassen. Auch das erste Gespräch mit Maxim darf ich weder mit noch ohne Kamera begleiten. Maxim ist nach nur 10 Minuten wieder raus. Ich bin überrascht. Das Gespräch war jetzt sehr kurz. Was habt ihr denn besprochen? Dass wir jetzt Montag schon wieder, Montag direkt gleich das Zweitgespräch machen und dann wird ein Fax zur Substitutionsärztin geschickt und dann erfahren wir ungefähr, wann ich einen Platz habe, ja. Aber das heißt, es sind noch 3 Tage, bis es losgeht, ja? Müssen die überstehen? Irgendwie. Muss ich ja. Also es klappt schon immer irgendwie. Ja. Was ich an diesem Tag nicht ahne, ist, dass es nicht bei 3 Tagen bleiben wird. Es wird noch lange dauern. Am anderen Ende von Halle treffe ich 2 Männer, die ebenfalls seit Jahren drogenabhängig sind. Patrick und Falk. Aufpassen, dass ihr euch die Kreten brecht. Sie nehmen mich mit in ein Abrisshaus. Hier hätte man seine Ruhe und könne über alles reden. Ja, da müssen wir das Loch, ja. Hier bin ich ab und zu mal alleine hingegangen. Wenn ich viel Stress hatte, bin ich mal hergegangen. Patrick und Falk sind heroinabhängig. Falk, hast du hier schon mal geschlafen? Nee, aber in anderen schon. In dem hier noch nicht. Okay. Kannst du nicht benutzen. Aber ich habe auch schon mal im Wald geschlafen. Falk ist obdachlos. Patrick dagegen hat eine Wohnung und auf die ist er richtig stolz. Reinspaziert in meine Wohnung. Vor einem Jahr zeigte er sie mir. Das Leben des jungen Mannes hatte gerade eine positive Wende genommen. Nach Jahren mit Haftstrafen und Obdachlosigkeit hat er endlich wieder eine Wohnung. Er begehe kaum noch Straftaten, so sagt er mir. Die Wende in seinem Leben begann mit Arzneien wie diesen. Es sind sogenannte
Substitute. Ersatzdrogen, die den Suchtdruck unterdrücken und dem Abhängigen ermöglichen, einen normalen Alltag zu leben. Es gibt Supotex, es gibt Polar Flüssig, es gibt Polar Tabletten, es gibt dies, das, jenes. Es gibt verschiedene Sachen, halt, die man einnehmen kann, dass es halt körperlich besser läuft. Ja. Ich komme mit den Polar Tabletten wunderbar klar. Ich begehe keine Straftaten mehr. Ich rauche mein Gras, ganz normal, mein Bier und das war's auch. Bei Falk sieht es nicht so gut aus. Ich bin 44, seit knapp 25 Jahren auf harten Drogen. Also mit Unterbrechung, halt Entgiftung, Langzeit. Wir haben meistens drüber geredet erst. Das ist schön, wäre, wenn er ein Programm wäre. Ja. Weil die ganze Kopfkino, die ganze Kopfstress klauen ihn. Dann wirst du wohl erwischt. Dann passiert das wohl, kommt da wohl die Bullen. Wenn ich jetzt nicht im Programm gewesen wäre oder nicht, dann wäre ich jetzt tot. 100%ig wäre ich tot jetzt. Ja. Ja. Deswegen sage ich ja, Programm ist schon cool auf jeden Fall. Wollte ich noch was sagen? Substitution wirkt. Bei Patrick kann ich das deutlich sehen. Ich kenne ihn seit 2 Jahren. Er hat sich stabilisiert. Umfangreiche Studien in Spanien hatten schon in den 90er Jahren nachgewiesen, dass durch die Substitution das Risiko der Sterblichkeit erheblich sinkt. Der Wiedereinstieg in ein halbwegs normales Leben gelingt mittels der Substitution recht gut und die Chance des Überlebens durch die Verabreichung von Ersatzdrogen steigt erheblich. Trotzdem ist es kompliziert und langwierig, in das Programm aufgenommen zu werden. Warum ist das so? Um mehr zu erfahren, bin ich mit einem Experten der Deutschen EZ-Hilfe in Berlin verabredet. HIV-Infektionen und Drogenkonsum durch Spritzen stehen im direkten Zusammenhang. Deshalb engagiert sich der Verein in allen Fragen um Ersatzdrogen. Dirk Schäffer, der Sprecher der Deutschen EZ-Hilfe, hatte eine Kampagne unter dem Titel 100.000 Substituierte bis 2022 mit ins Leben gerufen. Von ca. 166.000 Heroinabhängigen in Deutschland ist nicht einmal die Hälfte im Substitutionsprogramm. Zum Vergleich, in Spanien, Frankreich und Norwegen sind es rund 85%. 100.000 Substituierte bis 2022. Das hat die Kampagne, die von der Bundesregierung unterstützt wurde, nicht erreicht. Warum? Wir haben einen sukzessiven Rückgang behandelnder Ärztinnen und Ärzte. Altersbedingt, dass viele, die die Behandlung damals aufgebaut haben, sich jetzt in den Ruhestand begeben. Es fehlt an Nachwuchs im Bereich der Suchtmedizin. Und dabei geht es gar nicht darum, dass es kein interessantes Indikationsfeld ist, sondern dass das Thema Sucht, auch wenn es in der Gesellschaft in unterschiedlicher Ausprägung sehr präsent ist, in den Studiengängen fast überhaupt nicht auftaucht. Habt ihr Erfahrungen mit dem Thema Sucht oder kennt jemanden, der suchtkrank ist? Und ist der Versuch des Ausstiegs aus der Sucht Privatangelegenheit oder geht es uns alle an? Was meint ihr? Bitte schreibt uns hier in die Kommentare. Eine erneute Fahrt nach Halle. Fast eine Woche ist vergangen. Was gibt es Neues bei Maxim? In einer Spielothek treffe ich ihn wieder. Haare kämmen vor den Dreharbeiten. Boah, ich sehe so scheiße. Also eitel bist du schon, oder? Naja, ich war mal noch eitler. Ja. Ich habe mich ganz schön gehen lassen, die letzten Monate. Ja. Die letzten Monate waren hart für Maxim. Er lebt in einem Obdachlosenheim und dort gibt es immer wieder Ärger, erzählt er mir. Ja. Mit Heimen kennt sich Maxim aus. Seit er 8 war, lebte er in Einrichtungen der Jugendhilfe und in Psychiatrien. Er galt als verhaltensauffällig. Seine Mutter war überfordert und holte sich, wie sie meinte, Hilfe beim Jugendamt. In Einrichtungen der Jugendhilfe begann seine Drogenkarriere. Maxim, wie geht's mit der Substitution weiter? Bist du zu diesem Termin hingegangen? Ja, aber einen Tag später. Also, einen Tag später zur offenen Sprechstunde. Naja, es ist halt ziemlicher Kopfstress. Weil sich ja nichts ändert bis dahin. Und es eigentlich vielleicht nur schlimmer wird. Dass sich nichts ändert, heißt, Maxim konsumiert weiter täglich Heroin. Anstatt unter ärztlicher Aufsicht Drogenersatzmittel zu nehmen, ist das normal?
Nachfrage zum Prozedere bei Drops. Hier teilt man uns mit, Zitat: Für eine Aufnahme braucht es des Weiteren zwei Beratungsgespräche zur Substitution in einer Drogenberatungsstelle. Nach dem zweiten Gespräch stellen wir die Anfrage an infrage kommende Arztpraxen. Diese Beratungsgespräche sollen die Zuverlässigkeit und Bereitschaft zur Behandlung unter Beweis stellen. Das findet Dirk Schäffer von der Deutschen AIDS-Hilfe skandalös. Ich kenne keine andere Behandlungsform, wo die Motivation der Patienten vor Behandlungsantritt geprüft wird. Weil die Drogenberatungsstelle hat weder medizinische Expertise, um das einschätzen zu können, noch ist es ihre Aufgabe, die Motivation abzuprüfen von demjenigen. Ist überhaupt nicht ihre Aufgabe. Ich vergleiche das mal mit einem Rheumapatienten oder Diabetespatienten. Es wäre völlig absurd, denjenigen erst zweimal in eine Beratungsstelle zu bitten und die Motivation abzuprüfen. Und das ist eben, ich sag mal, dieser besondere Rahmen von Suchtmedizin, dass es eben immer noch keine Behandlung ist wie jede andere, sondern immer noch eine Form von Sonderbehandlung. Das macht sich an so Dingen fest. 10 Tage sind vergangen, seit sich Maxim für einen Platz im Substitutionsprogramm angemeldet hat. Zur Erinnerung, anfangs wurde ihm gesagt, er müsse 3 Tage warten. Ich begleite ihn zu einem Afro-Shop. Er will sich Cornrows machen lassen. Maxim hat Fernweh. Sein Traum ist es, eines Tages nach Ostafrika zu reisen. Ich will ein bisschen länger. Hi, Frankie. Frankie, hier lang. Ja. Warum machst du das, Maxim? Weil es gut aussieht. Haarspange. Haare. Mit den Haaren willst du? Ja. Machst du so 7 oder 8 Stück, wenn du schaffst? Ich schaffe mehr als das. Echt? Ja. Na dann mehr als das, bitte. Seinen Traum, Model zu werden, auch den hat er noch nicht aufgegeben. Hm? Ich habe 2 Kleiderschränke voller Klamotten gehabt. Ach so? Ja. Das ist geil. Als du noch zu Hause gewohnt hast? Maxim hatte früher eine eigene Wohnung. Aber er machte Mietschulden und verlor sie. Mir fallen die vielen Narben der Selbstverletzungen an seinen Armen auf. Ich darf sie filmen, aber Maxim will nicht darüber reden. Sie stammen noch aus seiner Zeit, als er in der Betreuung der Jugendhilfe war. Später kam noch eine Essstörung dazu. Heute geht es ihm viel um Selbstoptimierung. Er will akzeptiert werden und gefallen. Ich hätte gerne hier noch ein Piercing und das raus. Hä? Hier, ein Filler rein. Und junge Leute sehen gut aus. Maxim lebt von Bürgergeld. Er gibt es nicht nur für Drogen aus, sondern auch für Kleidung und Kosmetik. Augenblicke wie dieser machen ihn glücklich. Ja, okay. Mit seiner neuen Frisur macht er sich dann auf den Weg zur Drogenberatungsstelle Drops. Maxim, du hast den 3. Termin bei Drops jetzt, ja? Was erwartest du da? Na, im besten Fall sagt er mir heute, dass er eine Antwort von der Praxis bekommen hat. Und ich erfahre ein Datum, ab wann ich in die Substitution gehe. Wie geht's dir damit, dass es so lange dauert? Wie gesagt, es nervt schon. Weil man will irgendwas verändern und dann wird es einem noch so irgendwie langwierig gemacht. Das ist ja schon unangenehm. Kann ich mich irgendwo setzen? Ja. Schlagartig meldet sich die Sucht zurück. Maxim ist entzügig. So nennt er das. Sein Körper braucht den nächsten Schub Heroin. Ein Ersatzmittel bekommt er ja noch nicht. Substitutionsmittel gibt es übrigens nur für Heroinabhängige, nicht für Konsumenten von Crystal oder Cannabis. Eine Frau, die jahrelang Heroin rauchte und spritzte, treffe ich in der Nähe von Dresden. Wir sind in einem Gartengrundstück verabredet, wo wir in Ruhe reden können.
Denn in ihrem Umfeld weiß fast niemand, dass sie früher heroinabhängig war und jetzt substituiert wird. Ist der Garten hier? Wir nennen sie Doreen. Nettes Stückchen Natur hier, ja. Doreen will nicht erkannt werden. Wollen wir uns hier reinsetzen? Wie alt waren Sie, als Sie anfingen, das erstmal illegale Substanzen zu nehmen? Ich glaube 11, 12. Genau, ich wurde viel gemobbt, viel alleingelassen. Und dann habe ich halt Kontakt zu jemandem gehabt. Und dann habe ich angefangen mit Kiffen. Erstmal. Doreen erzählt mir, sie sei vor einer schlechten Kindheit und Jugend von Sachsen nach Berlin geflüchtet. Nächste Station, Alexanderplatz. Hier begann sie, Heroin zu konsumieren. Wie sind Sie in Berlin an die Drogen gekommen? Das ist ganz einfach. Also, man muss doch nur zum Cottbuser Tor fahren und dann hat man die ganzen Leute. Genau. Sie sind im Substitutionsprogramm. Ja. Seit wann? Seit ca. 15 Jahren. Also so auf den Tag genau kann ich das auch nicht mehr sagen. Doreen bekam trotzdem 3 Kinder. Schwangerschaft und Ersatzdrogen? Was sagten die Ärzte? Bei meinem ersten Kind habe ich mich auch beraten lassen. Und die haben mir dazu geraten, sozusagen. Also ich habe ja kein Alkohol getrunken. Ich habe keine anderen Drogen. Also ich habe gar keine Drogen genommen. Ich hatte nur das Polamidon. Und die meinten, das ist kein Grund, abzubrechen. In der Uniklinik von Dresden brachte Doreen ihre 3 Kinder zur Welt. Dass Schwangerschaften unter Substitution möglich sind und von Medizinern sogar positiv bewertet werden, überrascht mich. Professor Mario Rüdiger ist der Chef der Frühgeborenenabteilung. Also der Vorteil ist erstmal, wenn die Mutter substituiert wird während der Schwangerschaft, dass die Entwicklung des Kindes deutlich besser ist, als wenn es die Mutter unkontrolliert Drogen zu sich nimmt. So dass diese Substitutionstherapie zum unkontrollierten Drogenkonsum deutlich besser ist. Aber man darf es nicht vergessen, dass das Kind trotzdem ausgesetzt wird der Substitutionstherapie, was ja auch eine Droge ist im weitesten Sinne, und damit das Risiko besteht, dass die Kinder nach der Geburt nicht mehr damit versorgt werden können und in Entzugserscheinungen bekommen. Wie machen die sich bemerkbar, diese Entzugserscheinungen? So wie man fast beim Erwachsenen vom Entzug spricht, so ein kalter Entzug. Die können anfangen zu schwitzen, die werden sehr unruhig, schreien sehr deutlich, haben Durchfall, trinken nicht richtig, also richtig wie ein kalter Entzug. In Dresden-Neustadt gibt es die lange Zeit einzige Arztpraxis der sächsischen Landeshauptstadt, in der Suchtkranke substituiert werden. Es ist die Gemeinschaftspraxis Meinhard Lange. Hier wird Doreen substituiert. Doreen hatte Glück, als sie von Berlin nach Dresden zurückkam. Denn Substitutionsplätze sind auch in Sachsen rar. Ärztin Rita Meinhard. Wir können im Moment gar nicht mehr aufnehmen. Das ist schon seit langem so. Wir sind ganz froh, dass es inzwischen seit ein paar Monaten eine zweite Praxis gibt, die auch jetzt einige Patienten mit aufgenommen hat. Und trotzdem ist der Bedarf immer noch mehr, als im Moment wir geben können sozusagen. Also es gibt immer noch ausreichend genug Anfragen also zur Substitution. Und das ist tatsächlich ein Problem. Nach 15 Jahren täglicher Einnahme von Substitutionsmitteln setzt Doreen die nun ab. Sie leidet unter Entzugserscheinungen, denn auch Polamidon ist eine Droge. Und ich kriege immer wieder Atemnot. Dann denke ich mir, dass es vielleicht eher sein kann tatsächlich, dass da die Medikamente tatsächlich kaum noch wirken. Ja? Genau. Ich vermute, dass es ist tatsächlich so eine ganz heftige Stressreaktion, tatsächlich noch auch als Entzug zu bezeichnen. Okay. Ja? Das Polamidon hat Doreen geholfen, ihre Heroinsucht zu überwinden. Jetzt möchte sie frei von jeglichen Medikamenten sein. Was gibt's so für Pläne im Leben? Was wollen Sie machen? Haus, Auto, Urlaub. Ausbildung? Auch. Und zwar was? Ja, also ich stell mir vor, dass ich bei der Deutschen Bahn zum Beispiel eine Ausbildung als Triebkraftwagenfahrer machen kann. Durch Doreens Ausstieg aus dem Programm wird einer der so begehrten Plätze frei, zumindest hier in Dresden.
Doch der Mangel bleibt bestehen, auch in Halle bei Maxim. Der 28-Jährige bekommt noch immer keine Substitute. Es ist nun 25 Tage her, dass er um Aufnahme in das Programm bat. Er hat wieder Entzugserscheinungen. Das heißt, heute hast du noch nichts konsumiert. Wann das letzte Mal? Gestern. Abend oder? Naja, das war, ich war mit zwei Ukrainern unterwegs, Geld machen, und die haben mich schon ein bisschen über den Tisch gezogen, wenn ich ehrlich bin, ja. Was heißt Geld machen? Klauen gehen und nur verkaufen. Es gab irgendwie einen dramatischen Vorfall letzte Woche. Magst du darüber sprechen? Können wir. Was war los? Ich habe mir eine Überdosis gespritzt und wollte halt sterben. Aber ich habe dann doch Panik bekommen und habe dann den Alarmknopf gedrückt im Krankenhaus. Ich war dort auf der Behindertentoilette. Der Suizidversuch fand in diesem Krankenhaus statt. Als Obdachloser, der den Tag auf der Straße verbringt, ist Maxim auf frei zugängliche Toiletten angewiesen. Und hier hatte er die Überdosis genommen, dann den Notruf abgesetzt und kam auf die Intensivstation. So überlebte er. War das dein erster Suizidversuch? Aber diesmal war es anders irgendwie. Diesmal hat sich das alles so ernst angefühlt, so wirklich kurz davor. Und das, ich dachte, mein Schädel fliegt mir weg, wirklich. Das war, also ich kannte das so nicht und deswegen habe ich Angst bekommen, ja. Also ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber nicht das. In den Filmen ist es immer so, die machen das, drücken ab und dann sind sie tot. Aber dass man die ganze Zeit noch bei Bewusstsein ist und alles mitbekommt, ist... Ja. Eigentlich hast du ein Ziel, die Substitution zu beginnen. Ja, ganz genau, ja. Da... Aber es fühlt sich irgendwie so an, als würde man nicht weiterkommen. Maxim hat nun bereits mehrere Beratungstermine hinter sich, aber erst in 2 Monaten einen Kliniktermin zur Entgiftung in Aussicht. Wann und wo die eigentliche Substitution beginnt, ist immer noch völlig unklar. Erneute Nachfrage bei Drops, der Drogenberatung, die die Substitution organisiert. Hier teilt man uns mit, dass es in Halle zwar 3 Arztpraxen gäbe, die substituieren, doch, Zitat, die Kapazitäten dort sind aktuell ausgeschöpft. Wir fahren zu Maxims Mutter. Sie arbeitet in einer Spielothek. Kennengelernt hatte ich Conny vor 2 Wochen. Jetzt ist sie erstmals bereit, sich filmen zu lassen. Na ja, dann kannst du noch so ein paar Kilos wegnehmen. Das Verhältnis Mutter-Sohn ist schwierig. Conny weiß, dass sie mit jedem Zehner, den sie Maxim zusteckt, dessen Sucht verlängert. Dieses Geld würde Maxim sofort in Heroin umsetzen. Aber sie ist eben auch die Mutter. Sie fürchtet Nachrichten wie die vom Suizidversuch vor 3 Tagen. Nee, da. Ich habe ja immer Angst davor, dass ich einen Anruf kriege. Klar, mir kamen auch die Tränen gleich wieder. Ich war erstmal baff. Ja. Aber ich denke schon, damit kann man jeden Tag rechnen bei Max. Früher habe ich die Gedanken ja nicht gehabt, ja. Nicht so extrem, aber jetzt. Also der Gedanke ist schon manchmal da, wo ich dran denke, dass es irgendwann, dass es nicht lange mitmacht. Therapien hat er ja noch nie gehabt. Entgiftung. Also Entgiftung. Über 10. Ach, ja. Vor's Jahr waren es ja 3-4 Mal im Jahr. Aber man kann ja auch nichts machen. Das ist ja das, ja. Man will, tut man was für ihn, ist es ja auch nicht okay. Ja. Man kann immer da sein und beiseite stehen, aber am Ende hat er seinen Kopf. Seinen Kopf haben heißt, er folgt den Zwängen der Sucht. Alles dreht sich allein um die Frage nach der nächsten Dosis Heroin. Diesen Suchtdruck zu unterdrücken und wieder ein normales Leben führen zu können, das leistet eigentlich das Substitutionsprogramm, und das Maxim jetzt so dringend will. Hier schläft Maxim, im Obdachlosenheim von Halle. Normalerweise.
Doch zurzeit hat Maxim Hausverbot. Es gab Ärger mit einem Mitbewohner, wie Maxim mir erzählt. Die kalten Herbstnächte verbringt der behinderte junge Mann jetzt auf der Straße und in Treppenfluren. Die Beherbergung von Obdachlosen ist sicher kein leichter Job. Viele Menschen bringen ihre Probleme mit ins Heim. Doch andererseits gibt es eine Unterbringungspflicht der Kommunen. Den Rauswurf des behinderten suchtkranken Maxims halte ich für problematisch. Nachdem mir Maxim das Obdachlosenheim gezeigt hat, gehen wir zur offenen Drogenszene von Halle. Maxim, du sagst, wie weit ich mitkomme und wo ich zurückbleibe. Es ist alles deine Entscheidung. Ich darf Maxim dorthin begleiten, wo er Heroin kauft und konsumiert. Ich solle zunächst noch zurückbleiben. Ich bleib hier und warte. Es ist die Brachfläche, wo wir vor 4 Wochen unser erstes Gespräch geführt hatten. Dann bekomme ich ein Zeichen. Jetzt gerade seien keine aggressiven Typen dort, nur harmlose Drogenkonsumenten und ein paar Dealer. Ich könne kommen und filmen. Maxim raucht Heroin mit einer kleinen Pfeife. Schlagartig entspannt er sich. Die Entzugserscheinungen sind wie weggeblasen. Es geht längst nicht mehr um einen Rauschzustand, sagt Maxim, sondern darum, die Entzugsschmerzen zu unterdrücken. Ein Zustand, der vielleicht 1-2 Stunden anhält. Erfahrungen mit Heroinabhängigkeit und langer Wartezeit bis zur Aufnahme in das Drogenersatzprogramm hatten auch Nicole Maria und ihre Freundin. Die 2 jungen Frauen treffe ich in Dresden-Neustadt. Das hat ja auch lange gedauert, bis ich in die Klinik kam. Also das war damals ganz schlimm. Das war im Winter und ich war immer krank. Ich habe das nicht mehr geschafft, das auf die Beine zu stellen, den Stoff. Und bin in die Klinik. Dann erstmal zur Entgiftung. Soll ich das mit den Spritzen erzählen? Ja, natürlich. Alles, was dazugehört. Ich habe Heroin gespritzt, ja. Jeden Tag. Jeden Tag? Ja, im Wert von 120 Euro. Also ich war schwer spritzenabhängig und habe dann den Klinikaufenthalt gehabt. Wie gesagt, keine Chance für mich in das Programm erst. Und als ich dann das zweite Mal zur Frau Meinhardt bin und mich das zweite Mal für die Klinik habe einschreiben lassen, da hat sie mir das dann vorgeschlagen. Und das war, ist ein Dreivierteljahr vergangen. Tschüss. Tschüss. Schönen Tag noch. Ein Dreivierteljahr lang warten, ehe die Substitution beginnt. Nachfrage in der Praxis Meinhardt Lange, in der die beiden jungen Frauen behandelt werden. Hier ist klar, dass es zu wenig Ärzte gibt, die diese Behandlung anbieten. Wird es denn angemessen honoriert? Also in der Anfangsphase, wenn man jemanden einstellt, ist das definitiv nicht der Fall. Also das wird nicht, finde ich nach meinem Ermessen, nicht angemessen honoriert. Später, wenn die Patienten ganz stabil sind, dann geht das so halbwegs. Speziell für die Ausgabe der Substitute hat Rita Meinhardt eine extra gesicherte zweite Praxis eröffnet. Diese hat im wahrsten Sinne des Wortes täglich auf. Wochenende von 9.30 Uhr bis 10.30 Uhr und feiertags. Weihnachten. Immer Feiertag, jeder Feiertag ist offen. Tägliche Öffnungszeiten und zu geringe Vergütung. Gibt es deshalb zu wenig Ärzte, die substituieren? Nachfrage bei Dr. Klaus Heckemann, Chef der Sächsischen Kassenärztlichen Vereinigung. Der Mediziner meint, eigentlich wäre die Vergütung ausreichend. Doch wenn man die besonderen Umstände wie gesicherte Arztpraxen und Öffnungszeiten von 365 Tagen im Jahr betrachtet, werde die Substitution schnell zu einem Minusgeschäft. Ja, das ist sich das GO. Eigentlich müsste das Ganze mal betriebswirtschaftlich kalkuliert werden. Und es muss einfach für die substituierenden Ärztinnen und Ärzte attraktiv sein. Ansonsten geschieht es nicht, denn man kann niemanden zwingen. Die Gebühren für ärztliche Leistungen werden hier in Berlin beschlossen, beim Gesamtverband der Kassenärztlichen Vereinigungen. Auf Anfrage teilt man uns mit, man hätte bisher keine Hinweise darauf, dass die Bezahlung zu gering sei, wolle die Vergütungsstrukturen jedoch überprüfen.
Zurück nach Halle. Es ist Mitte November, genau 2 Monate her, seit Maxim erstmals um Aufnahme in das Substitutionsprogramm bat. Wie ist der Stand der Dinge? Als ich Maxim treffe, sehe ich sofort, dass er wieder entzügig ist. Anstatt mit mir zu reden, muss er sich erst einmal Heroin besorgen. Ich solle nicht mitkommen. Es ist dunkel und für mich jetzt nicht ungefährlich auf dem Drogenumschlagplatz. In 5 Minuten wäre er wieder da, sagt er. Doch ich warte zunächst vergeblich. Als ich mich dann doch auf den Drogenbazar wage, wird mir klar, warum Maxim nicht wiederkam. Polizeirazzia. Maxim sehe ich nicht. Später teilt mir die Polizei mit, dass an diesem Abend gegen 2 Personen strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet wurden. Maxim konnte sich bei Zeiten aus dem Staub machen. Nach 1 Stunde sehe ich ihn wieder. Er ist noch immer entzügig, braucht Heroin. So, Maxim, kannst du sagen, wie es jetzt bei dir weitergegangen ist? Na, bis jetzt noch gar nicht wirklich. Wie ist denn der Stand der Dinge jetzt, heute? Na, ich bin immer noch nicht in Substitution. Woran liegt das? Wenn ich das wüsste, würde ich ja irgendwas beschleunigen können. Aber ich weiß es auch nicht. Oh, Thomas, ich fühle mich echt nicht wohl. Das gefällt mir gerade gar nicht. Die Fragen? Nee, allgemein jetzt alles. Wollen wir abbrechen? Ja, bitte. Okay. Ende Dezember. Ich sehe Maxim wieder. Die einzige Veränderung, er darf wieder im Obdachlosenheim schlafen. Doch ansonsten ist nicht viel passiert. Seit nunmehr 106 Tagen wartet Maxim auf die Aufnahme ins Programm. Immerhin, im Januar kann er zur Entgiftung in eine Klinik. Im Sommer hatte ich Maxim kennengelernt. Damals dachte er, dass er noch 3 Tage durchhalten müsse. Jetzt ist Winter und er ist immer noch nicht im Programm. Was haltet ihr von diesem Vorgang und was sollte sich in der deutschen Suchtmedizin ändern, damit genau so etwas wie bei Maxim nicht passiert? Bitte schreibt uns einen Kommentar oder lasst gerne auch einen Like da für diese Doku, wenn sie euch gefallen oder bewegt hat. Danke.